Werner, die in Ruhe dieses Powerplay aufbauen können. Die Scheibe laufen lassen wollen, das jetzt auch tun. Und da war alles offen und am Schluss kommt auch das Tor. Und zwar durch den Captain Dustin Brown mit dem 1:0 für die Amerikaner in der 12. Spielminute. Nein, das muss man ja rückwärts lesen. 9. Spielminute. Dustin Brown von den Los Angeles Kings. Der Captain der Los Angeles Kings ist also der. Müssen noch mal von vorne beginnen. Schlechter Pass dann von Blindenbacher. Das bei doppelter Überzahl. Und das führt zum 2:0 für die USA durch diesen ansatzlosen Handgelenkschuss von Brown. Tja, ein Tor in doppelter Überzahl, aber nicht für die Schweiz, sondern für den Gegner. Dustin Brown, zweifacher Torschütze. Blindenbachers Fehler war der Auslöser. Und Brown fackelt nicht lange, zieht einfach ab und trifft. Vorbei. Geld in Russland verdient. In St. Petersburg wird hier bezwungen. Mark Streit. Mit dem ersten Treffer für die Schweiz in einem wichtigen Moment. Das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Aber ein gutes Bulli gespielt von Raffaele Sanitz. Die Scheibe hochgebracht an die blaue Linie. Der Querpass zu Streit und schon hat es eingeschlagen. Neunundzwanzigste Spielminute, die Schweiz ist wieder dran und rückt. Kann er immer noch im Scheibenbesitz. Johnson noch einmal. Stock des Schweizers dazwischen und so ergibt sich die Chance zum Konter. Mit Seger und der trifft nach dem Doppelpass mit Ziegler. Matthias Seger zurück von der Strafbank mit dem 2:2. Seger, Ziegler, Ziegler, Seger und damit der Ausgleich. Das Doppelpässchen führt zum Erfolg. Al Montoya gekommen für Robert Ashe. Nicht der glücklichste Einstand natürlich für ihn. Von Patrick O'Sullivan, aber Mark Streit hat bereits den Konter eingeläutet. Wunderbar, seine Übersicht. Lem, herrlich gespielt und das Tor! Durch Ryan Gardner, die Schweiz führt nach nur 40 Sekunden im dritten Drittel. Magistraler Pass von Mark Streit. Und Ryan Gardner steht am Ende dieser Liste als Torschütze. Das ist der Pass, die Übersicht von Streit. Lem bringt die Scheibe aufs Tor. Gardner erntet den Abpraller. Und schon heißt es 3:2. Ballard bedrängt von Patalini. Die Schweizer holen sich diesen Puck und schießen ein Tor. Gibt's ja gar nicht. Oh, Montoya, der Arme, erwischt von diesem Schüsschen von Ziegler. Vielleicht war die Scheibe noch abgelenkt, wir werden sehen. Aber der Scheibengewinn von Patalini war schon mal sehr gut und dann. Ja.
Mit der Nummer 5, der Pechvogel Matt Niskanen. Der Mann, der zuvor schon die Scheibe fast verloren hätte in der eigenen Zone. Wenige Sekunden später lenkt er den Puck ins eigene Tor. 4:2 für die Schweiz. Rüttemann plus wieder Rüttemann. Berner Achse spielt und wieder Tor, wieder Gartner. 5:2. Der Mann für die Abpraller, Ryan Gartner. Bulli gewonnen, dann sofort konsequent nachgesetzt, Druck aufs Tor gemacht, eigentlich im uramerikanischen und kanadischen Sinne, wie die Schweizer in dieser Szene aufgetreten sind. Und Ryan Gartner ist ja auch ein gebürtiger Nordamerikaner. Er vollendet schließlich den Job. 48. Spielminute